So, hier, hier sind die Brüder Prigozhin. Prigozhin auf See. Ja, ich bin Alexei und du? Paris. Paris Prigozhin. Prigozhin, ja. Wir versaufen unser Vater sein Großhäuschen. Ja. Redaktioneller Bearbeitung nach langer redaktioneller Diskussion. Endlich mal ein Video haben, wo die Prigozhin-Brüder, ja, die Hinterbliebenen des verstorbenen Jewgeni Prigozhin zu Wort kommen. Doch bevor wir das senden, und es gab wirklich heftige Diskussionen in unserer Redaktion von RW Deutsch, René Wolf Deutsch, den Antikanal zu RT Deutsch, der bekanntermaßen verboten ist, und es ist auch gut so, haben wir einige Recherchen angestellt, und da möchte ich im Vorfeld doch mal etwas vorlesen. Also, Prigozhin ist anscheinend derartig in seiner Blase gefangen, dass er der Meinung war, mit seinem Marsch der Gerechtigkeit eine Welle der Sympathie und Unterstützung beim russischen Volk und zumindest bei Teilen der russischen Eliten auszulösen. Prigozhin hat sich also verrechnet, wie Thomas Röper sagt. Thomas Röper ist nun nicht die seriöseste Quelle, aber leider recherchiert er gut. Hier unten im Link verlinken wir mal seine Analyse. Kommen wir weiter. Was ist laut Wikipedia Prigozhin überhaupt? Prigozhin war Hotdog-Verkäufer, Restaurantbesitzer, Kinderbuchautor und Illustrator. Ein kleiner Habeck sozusagen. Egal. Profiteur einer Ölfirma und nicht zuletzt Profiteur einer Söldnertruppe namens Wagner im Ukraine-Krieg. Letzteres dürfte das Profitabelste in seiner Karriere zum Milliardär gewesen sein und auch das Gefährlichste. Gefährlich für ihn selbst und für das Leben seiner Mitarbeiter. Vor allem deshalb gefährlich, weil sich Prigozhin und seine Mitarbeiter an einem Krieg beteiligten und noch beteiligen, sofern sie noch leben, in welchem sich zwischen die Kräfte USA und Russland begaben. Da hinein begaben sie sich und ständig davon bedroht waren, zermahlen zu werden. Das wusste Prigozhin. Das wissen die Wagner-Truppen. Money makes the war goes round. Ja. Darum geht es doch. Ja, ja, die Wagner-Truppe war nicht einfach nur pro-russisch. Sie riskierte mit ihrem Marsch der Gerechtigkeit gegen Moskau ihren eigenen Untergang. Zufällig kam es nicht zum Bürgerkrieg. Und zufällig wurde Prigozhin nun Opfer eines Anschlags. Unwahrscheinlich war es jedoch nicht, dass er kein langes Leben hatte. Er wusste, mit welchen Mächten er sich anlegt. Und so ist er das aktuellste und prominenteste Beispiel dafür, was Marx sagte: ab einer gewissen Profiterwartung, Zitat, existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf Gefahr des Galgens. Nun hat es Prigozhin ereilt und nun äußern sich seine Brüder, die sagen, wir versaufen unser Bruder sein Großhäuschen in einem Motorboot. Wie gesagt, es fiel unserer Redaktion von RW Deutsch nicht leicht, zu entscheiden, dass wir dieses Video senden. Doch nun in diesem Kontext, den ich soeben gebracht habe, können wir uns das anschauen. Ich bin auf See. Ja, ich bin Alexei und du? Paris. Paris, Prigozhin. Prigozhin, ja. Wir versaufen
unser Vater sein Großhäuschen. Ja, viele Wodka. Viele Wodka. Viele Wodka, Stockram, noch ein Meisterkram, Stockram. Und wir machen Wagner BMC wieder groß. Groß. Ganz große Sache, ganz groß für die Wagner Group. Wagner Group. Weltweit. Weltweit. Ja. Bravo, Genosse. Slava Russia. Peace. Rest in Peace für unser Vater. Rigorschin. Wie heißt mit Vornamen unser Vater? Weißt du noch? Ich versoffen habe mit Evgeny, Wodka. Evgeny Prigozhin. Evgeny Vitali. Danke. Und mach's gut, wir sehen uns im Paradies. Du weißt, du bist auch, glaube ich, orthodox russisch. Prigozhin forever, the Prigozhin brothers. Na zdrowie. Na zdrowie.